einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zum Nachholen vom gestrigen Abend. Mea culpa, es wurde sehr, sehr spät. Und ich wollte gestern, deswegen machen wir es jetzt, ein Spiel vorher spielen, namens JP. Unter anderem auch, weil ich daran erinnert wurde, dass vielleicht Spiele, die nicht nur ich vielleicht gut finden könnte, die im Kickstarter sich befinden und Potenzial haben, dass man vielleicht auch einfach mal ein bisschen sie anspielt. Was ich nicht getan habe, gebe ich auch zu. Weil das ist von den Entwicklern, die mit Unforeseen Incidents eigentlich für mich einen kleinen, großen Erfolg gefeiert haben, weil es ein wunderbares Adventure war und ist. Und das ist ihr neues Spiel, was gerade in der Kickstarter-Kampagne ist. Muss auch dazu sagen, sie sind nahezu mit dem Minimalbetrag, den sie erreichen wollen, auch fertig und das nach sehr kurzer Zeit. Und ich hoffe, da kommt noch mehr. Also geht zusammen, um bestimmte Sachen und Features dazu zu packen. Ne? Ja, es war 2:30 nachts. Ja, was soll ich sagen? Ich wurde gebeten, direkt mit der Information, hey, wir haben die Kampagne und einen und dran, weil ich irgendwo auf der Liste stehe. Das ist ganz normal. Und ich soll es mir angucken und gegebenenfalls einfach vorurteilsfrei streamen, aufnehmen, hast du nicht gesehen. Und wir machen das genau jetzt. Also stream das, wir nehmen es auf für YouTube und hast du nicht gesehen, werden wir danach sehen, wenn wir die halbe Stunde Demo hier durchgespielt haben. Ne? In diesem Sinne ist es ein Third-Person, ja, Third-Person Adventure, 3D. Und was steht hier, ist leider Englisch. Ich versuche so hart, also was heißt leider Englisch? Man versucht ja mehr Leute im Teil zu kriegen, logischerweise. Surreale Geschichte eines Mysteriums, wo Träume und Realität miteinander übergehen. Ne? Eine interaktive Geschichte sollen wir erleben, wo ein unterdrücktes Trauma eine Rolle spielt und natürlich Geheimnisse begraben sind, die wir da herausfinden sollen. Wir sollen Mysterien lösen und ja, durch Erkunden und durch Reden und alles andere, was man auch tun muss, um Intels Puzzle zu lösen. Ja, das habe ich auch gebacken schon, deswegen. Aber ich habe es eben halt noch nicht gespielt. Wirklich, ich habe es im Kickstarter unterstützt, vor, als es rausgekommen ist, ne? Im Kickstarter vor ein paar Tagen. Und ich habe es bisher nicht gespielt, weil eben ihr Vorgängerspiel hat mich einfach schon gekriegt. Und dementsprechend, ne? Deswegen. Genau, das ist das Spiel, was wir spontan unterstützt haben, obwohl wir zu dem Spiel noch nichts weiter gesehen haben. La Burnham Creek Health Resort, okay. Da ist ein Missing-Schild da unten. Okay. Ich glaube, das liegt jetzt an meiner Maus, oder? Ich glaube ja. Warte mal, was kann ich dagegen tun? Kleiner Moment. Oder ist es irgendwas? Ne, Haare und so. Kann man irgendwas einstellen? Geräusche, Ton? Nee, leider nicht. Ich bewege mich mal weg hier von den Wellen. Ich glaube, es ist auch eher Controller fixiert. Moment, Controller fixiert kriegen wir hin. Moment. Controller fixiert kriegen wir hin. Controller fixiert kriegen wir hin. Hier rum. Ist immer verkehrt rum, ne? USB und so. Okay. Bup. Wird da durchgeschliffen? Okay, ist da. Ah, okay. Maustastatur. Es ist eine Demo. Ne? Maustastatur. Also so funktioniert jetzt erstmal super. Okay, können wir sehen, wer wir sind? Nee, ne? Ist ein bisschen weit weg. Was gibt hier doch weiter? Ach! Ach, das können wir mit dem Mausrad machen. Aber ich glaube, das ist das liegt hier an der Maus. Wir nehmen die Controller. Okay. Was haben wir denn hier? Ein guter alter Van. Ich muss mich mal wieder um ihn kümmern. Ist aber cool. Guck mal, da oben ist mit Schlafgelegenheit. Aha. Bisschen leer. Weißt du, sowas in elektrisch. Und dann einfach irgendwo hinfahren. Was ist da? Warte mal. Können wir rennen? Ja, wir können rennen. Vermisstenanzeige. Ja, die habe ich gesehen. Also, vorhin. Eine Vermisstenanzeige für eine gewisse Vicky Bryce. 23 Jahre alt, am 13. August zuletzt gesehen.
Das ist eine Woche her, ne? Okay, Datum der Geburt, 53, sieht aber nicht wie Baujahr 53 aus. Ach, oh, warte mal, Female, sie ist 22. Okay, da sind wir also 1975 gerade. 23, also 76. 5, 6, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Die scheint... Wie weit kann man denn hier laufen? Sehr weit. Okay, nicht mehr so weit. Das war's. Ich glaube, ich habe vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren mal einige Screenshots gesehen, so als Teaser, ne? Dass er gerade an einer neuen Sache dran war. Ich dachte aber nicht, dass das ein 3D ist, sondern eher so ein 2,5D-Adventure. Wer bist du denn? Maggie. Entschuldigung? Oh, hallo. Ein neues Gesicht. Wir haben nicht viele Besucher dieser Tage. Ich bin Laura Tanner. Sie sind Miss Pearson? Aber bitte, sag Maggie. Willkommen, willkommen. Hank hat gerade angerufen. Ich habe dich schon erwartet. Bist du heute angekommen? Maggie vom Unfall berichten. Welcher Unfall? Ich weiß nicht, welcher Unfall das ist. Ich berichte mal vom Unfall. Eigentlich bin ich in letzte Nacht angekommen. Ich hatte einen Unfall auf dem Weg. Ich habe die Nacht im Polizeirevier verbracht. Polizeirevier? Du willst mir sagen, du hast im Polizeirevier geschlafen? Also das ist kein guter Ort für eine erste Nacht in Laburnum Creek. Komm, ich mache uns einen schönen Tee, dann kannst du mir erzählen, was passiert ist. Okay? Ich gehe hier lang. Ich habe leider keinen Kaffee, oder schlecht. Ich wette, du kommst aus der Hauptstadt und liebst Kaffee. Aber ich bin alt und trinke Tee. Tee ist auch gut. Schöner schwarzer Tee. Ich trinke Tee. Ich liebe Tee. Ach was, ich werde wirklich alt. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass Laburnum Creek gut für dich sein wird, Laura. Es ist so schön, mal wieder eine Besucherin zu haben. Ich mag so eine Hütten. Komm rein. Fühl dich wie zu Hause. So, Tee, Tee, Tee. Ich habe Früchtetee, Minztee und grünen Jasmintee. Und Honigpilztee, wenn du ein wenig experimentierst. Nein, danke. Ich nehme Grüntee dann bitte. Ich bin nicht experimentierfreudig. Obwohl Honigpilztee, vielleicht gibt es dann so... Ach komm, ich habe noch nie von Honigpilztee gehört. Den mache ich selber. Sehr erfrischend, mit einem gewissen Kick. Und wenn du Kick sagst, meinst du... weiß schon, den sollte man nicht trinken, wenn man noch einen Kran führen oder eine Herz-OP durchführen möchte. Ah. Ein bisschen schwindelig danach, ne? Honigpilztee nehmen? Na klar, nehmen wir Honigpilztee. Gut, ich wollte heute kein Herz-OP mehr durchführen. Nehmen wir den Honigpilztee. Kommt sofort, setz dich, Liebes. Hat die überhaupt geprüft, ob wir von der Polizei sind? Die Pilzart wächst nur in Laburnum Creek. Was sagst du dazu? Oh, wow, ja. Du musst ja nicht gleich aus dem Fenster schweben. Ne? Ich habe irgendwo geklickt, was ich nicht sollte. Stell es dir vor, wie eine Lesebrille aufsetzen. Alles wird zack, einfach ein bisschen schärfer. Klar schlage ich den Jasmin-Tee aus. So, die macht jetzt erstmal Tee. Ich gucke mich mal hier um. Die Hütte ist cool, oder? Sessel. Achso, da muss ich mich hinsetzen. Ah, die ist schon fertig. Wow. Okay. Danke für den Input. Also, du bist der Schriftsteller. Irgendwas, das ich gelesen haben könnte? Laburnum Creek wäre die perfekte Umgebung für eine Romanze. Findest du dich auch? Ehrlich, ausweichend, deutlich. Ich bin ehrlich. Ich bin nicht wirklich eine Schriftstellerin. Ich bin Journalistin für die Hauptstadtpresse. Ich schreibe eine Reihe über kleine Gemeinden, die eine existenzielle Bedrohung vor sich haben. Oh, nun, sie werden nicht kleiner sein als Laburnum Creek, nehme ich an. Hier kennt jeder jeden. Also, was du immer wissen musst, frag einfach. Kurort. Erzähl mir vom Kurort hier. Damals, als das Heilbad noch offen war, das war wirklich einzigartig. Die Leute sind von überall gekommen. Selbst aus der Hauptstadt. Die Reichen und Schönen, alle sind sich herumgelaufen in ihren Bademänteln. Wow, vielleicht schreibe ich meinen Artikel über das falsche Thema. Jetzt ist es viel ruhiger, aber so mag ich das. Die Leute in Laburnum Creek, die leben gerne im Hier und Jetzt, weißt du? Klar. Weiter zuhören.
Ich nehme an, du willst mit allen reden. Die Beaumonts leben oben in Golden View Inn. Das Hotel ist ziemlich eingeschlafen dieser Tage. Terry, er kann ja nicht mehr so. Und ich bin sicher, Mrs. Harris wird sich mit dir unterhalten. Sie ist eine Künstlerin, weißt du. Ach, und Foster Lovell kennt diesen Ort besser als jeder andere, außer mir. Du musst ihn nur an einen guten Tag erwischen. Und sprich mal mit Frank Lagara, dem Holzhändler. Das klingt alles super, Maggie, aber vielleicht sollte ich erstmal meine Sachen auspacken. Oh, natürlich, natürlich, natürlich. Sei ruhig, Maggie. Lass das Mädchen erstmal ankommen. Es tut mir leid, ich habe nur so schlecht geschlafen die Nacht. Mein Kopf pocht immer noch. Ah, sagt sie wissend. Darüber würde ich mir keine Gedanken machen, meine Liebe. Ein neuer Besucher im Kurort braucht oft ein, zwei Tage, um mit den Schwingungen synchron zu werden. Hä? Neugierig? Schwingungen? Spürst du sie? Vielleicht ist das nur der Pilztee. Nun, ich weiß nicht, ob es die Höhle ist oder die Art, wie der Wind durch die Kiefern weht. Nee, die Höhe. Vielleicht sind es kosmische Strahlen. Ich kann es dir nicht sagen, aber Laburnum Creek macht etwas mit den Menschen. Und es macht gerade etwas mit dir. Du wirst dich schon bald besser fühlen. Ich kann's kaum erwarten. Gut, dann geh doch jetzt mal deine Sachen auspacken. Hup. Wo bin ich jetzt? Sie wurden also herzlich willkommen geheißen, Johansen. Das kann man so sagen. Maggie war sehr nett zu mir. Sie hat ein Bungalow hergerichtet und ich konnte mich etwas erholen. Das klingt doch gut soweit. Am nächsten Tag habe ich mich ein wenig in Laburnum Creek umgeschaut. Ah, das ist unsere Therapeutin vielleicht? Schön sieht das aus. Ach, hör mir auf. Ich will sofort ins Wasser. Was ist das da? Muss das so? Was ist das? Gibt's da noch mehr? Das ist die Sonne. Was ist das? Also das da, also wo der Kopf wäre, theoretisch. Okay, ins Wasser kommen wir leider nicht. Das macht mir ein bisschen Angst. Y, um die Karte zu zeigen. Ist das frei begehbar? Wir sind jetzt da unten. Wenn ich das jetzt hier anklicke. Oh. Okay, das sind einzelne Areale. Sit and read. Okay, ist eine Demo. Hier können wir uns hinsetzen und lesen. Was können wir denn lesen? Vor allem wo? Hier, ne? Nee. Da, auf der Schaukel. Was ist das? Ach, das ist Maggie. Ich lese viel. Maggie? Alles okay, Maggie. Ist im Kickstarter. Ist kein Grund. Ich glaube, ich sollte hier auch gar nicht sein. So. Ist das Ihre Hütte hier? Nee, ne? Nee, das ist eine andere Hütte. Das ist eine ganz normale Schaukelverhalten. Genau. Küche. Ich kann ja. Achso, ich drücke immer B. Maggie hat mich komplett ausgestattet. Ach, das ist unsere Hütte. Ey, die ist cool, oder? Hör mal, wenn wir jetzt hier. Nee, hier kommen wir nicht durch. Da lang. Hier unten durch, hier hinten hoch. Und dann hier oben ist der Schlafbereich, ne? Ah, das ist ja cool. Habe ich schon mal gesagt, ich mag so einen Hütten? Auch der Effekt ist super. Mit den Ein- und Ausblenden. Dass man hier zum Beispiel den Außenbereich sieht, aber wenn man hier rüber geht, nicht, ne? Ist ein bisschen leise, kann das sein? Oder kommt mir das bloß so vor? Also ich mag ja eigentlich... Nein, ich mag den. Nein, ich mag sie nicht. Ich mag sie überhaupt nicht. So, mal gucken, ob wir das Schaukelverhalten abschalten können. Ich glaube, wir holen sie einfach raus mit einem A-Knopf. Pass auf. Einen schönen Nachmittagssonnenschein. Konntest du dich etwas erholen? Ja, viel besser, danke. Du hattest wohl recht mit der Eingewöhnungsphase.
Sag ich doch. Man braucht ein wenig, um sich an diesen Ort zu gewöhnen. Du weißt schon, mit der Höhe, den geomagnetischen Resonanzen und all dem, ne? Ich wusste, dass du schnell reinkommst. Ah, okay, mit den elektromagnetischen Resonanzen. Dann ist das ihre Hütte und wessen Hütte ist das da? Und das da? Wenn das meine Hütte hier ist? Da ist ja auch noch eine Hütte. Wir wohnten hier alles. Ah, ein Gastank, das ist schlecht. Ich weiß, dass die Dinger sicher sind. Ein gutes Gefühl geben sie mir trotzdem nicht. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Nee, hier kommen wir nicht durch. Okay, das ist gesperrt. Was ist das hier? Ist gesperrt, schade. Das später noch begehbar machen. Da steht unser Auto. Okay, ich mache mal die Karte auf. Wo wollen wir denn hin? Wo müssen wir eigentlich hin? Gibt es irgendwie eine Aufgabe? Warte mal, die Taste drücken? Nee, die Taste? Nee. Den Knopf drücke ich gar nicht erst. Knopf unten, links, rechts, oben, unten. Eindrücken, das, X. Nee. Wo können wir denn alles hin? Touristen, verlassene Stadt. Wir gehen mal zur verlassenen Stadt. Falls das funktioniert. Okay. Guck mal da drüben. Hier ist eine Streusandkiste, ne? Ist aber leider nichts drin. Oh, hier ist ein Brief. Ne, es sind wahrscheinlich wieder die vermissten Blätter. Die vermissten Anzeigen. Die verlassene Stadt zum ersten Mal zu sehen war irgendwie surreal. Ja. Aber wir kommen da auch nicht rein. Alle Gebäude waren mit Brettern vernagelt. Wir kommen da nicht rein. Die Sachen, die die Leute zurückgelassen hatten, standen einfach nur herum. Und man kam nicht rein. Es war eine Geisterstadt. Die Menschen gerieten in Panik, als sie von den Kometen hörten. Also doch! Wer konnte und wollte, hat die Sachen gepackt und sofort verschwunden. Das ist die Art Reaktion, die ich erwarten würde von Menschen, die in einer Stadt wohnen, die bald nur noch ein Krater ist. Aber wie Sie wissen, hat nicht jeder gleich reagiert. Ich weiß. Oh ja, ich weiß. Das ist ein Komet, der hier kommt. Oh, also doch. Richtig gewundert, was es soll. Oh. Kommen wir hier durch? Nö. Warum haben die Leute die Häuser vernagelt, wenn sie sowieso geflohen sind, damit kein anderer was kriegt? Ganz einfach. Aber es ist auch nichts, was wir begehen können. Das ist alles zu. Verrammelt. Aber ein bisschen Schiss hätte ich trotzdem hier in dieser Stadt, ne? Ein Sturm und die Häuser sind kaputt. So schön das ist mit den Nadelbäumen hier, aber was ist da? Oh, ein Grocery Store. Da ist so ja was Platz. Warte mal, da lang. Vermissten ans. Ja, das ist dieselbe noch. Vicky Bryce, hm? Geschlossen. Ah, okay. Und ich dachte, wir könnten da rein. Dann gehen wir mal... Ach, wir sind jetzt da unten. Warte mal. Ich gehe nochmal zur... Nee, gehe ich nicht. Maggie ist da unten. Da unten kommen wir nicht hin. Gehen wir zum Sheriff. Ich will mal gucken, was der Sheriff macht. Ein bisschen fehlt hier der Faden. Aber ich glaube, das müssen wir selber erkunden, den Faden. Deswegen immer diese Hin- und Rückblenden. Ne? Es ist 12 Uhr. Was da hinten? Oh, hi. Miss Tanner. Oh, die kennen mich. Huch. Hallo, Hank. Maggie. Ich habe Maggie getroffen. Oh, ja, gut. Hatte sie einen Bungalow für Sie? Ja, danke nochmal für den Tipp. Wusste ich's. Interview. Hätten Sie Zeit für ein kurzes Interview? Leider nein, bin im Dienst. Sie wissen ja, wie streng der Sheriff ist. Polizeiarbeit. Woran arbeiten Sie gerade? Mein Bericht von gestern Abend. Die da oben fragen den Sheriff nach allen Details. Laburnum Creek ist schon komisch manchmal. Kann man nicht immer alles erklären, was hier passiert.
Reden Sie von unerklärlichen Phänomenen? Phänomenen? Lassen Sie das nicht den Sheriff hören. Der will nichts hören von Phantomen. Ach so. Der sagt, alles lässt sich irgendwo erklären. Was denken Sie denn, Hank? Ist dieser Ort irgendwie verzaubert oder warum ist er so besonders? Sie sind doch hier, um genau das herauszufinden, oder? Kopfschmerzen. Maggie sagt, die Kopfschmerzen liegen nur an einer Eingewöhnungsphase. Wissen Sie irgendwas darüber? Sie ist die Expertin. Ich habe ja keine Ahnung von sowas. Aber ich hoffe, es geht ihm besser bald. Vermisstenanzeigen. Ich habe diese Vermisstenanzeigen gesehen. Oh, ja. Die für Vicky. Ja, sie hängen überall. Wer ist das? Vicky Bryce war unsere Touri-Führerin. Sie ist verschwunden, schon vor Wochen. Ist sie geflohen? Vielleicht ist sie einfach von den Kometen geflohen. Glaube ich nicht. Sie hat nicht Tschüss gesagt. Und ist verschwunden, bevor die Busse kamen. Nee, sie muss noch irgendwo da draußen sein. Und wo wurde Vicky zuletzt gesehen? Bei der Arbeit, in der Touri-Info. Oh, habe ich gesehen. Hübsche Hütte. Ich mag den Baumstumpf. Haben wir die wirklich schon gesehen? Sie sind reingekommen? Ich dachte, sie macht vielleicht eine Pause. Sie hat wohl nicht abgeschlossen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie den Schlüssel finden. Oh, da müssen wir hin. Mehr Informationen. Haben Sie weitere Informationen darüber, was mit Vicky geschehen sein könnte? Wir wissen wenig. Seit Wochen hat sie niemand mehr gesehen. Ich glaube, sie ist doch irgendwo da draußen. Ja, irgendwo da draußen ist sie. Wer hat sie denn als vermisst gemeldet? Ihre Familie lebt im Reservat, etwa 30 Meilen entlang der Küste. Der Sheriff hat sie reingelassen, um nach ihr zu suchen. Aber der Park ist viel zu groß und sie hatten nur 48 Stunden. Keine Suchaktion durch die Polizei? Wir sind hier nur zu zweit. Ich verstehe, wertvolle Ressourcen und so weiter. Wir geben unser Bestes. Danke, Hank. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Roger. Okay, wenn wir da wieder reingehen. Ah ja, das hat mir noch gefehlt. Was wollen Sie? Artikel. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stellen würde? Wegen meines Artikels. Sie haben Nerven. Ich habe Ihnen doch bereits gesagt, wir brauchen hier niemanden, der rumschnüffelt und Unruhe in unseren Ort bringt. Ich möchte nichts von irgendwelchen Artikeln hören, Miss. Am besten, Sie fahren zurück in die Hauptstadt und vergessen das ja alles einfach. Was denken Sie, warum alle trotz des Kometen hier bleiben? Jedenfalls nicht, um von neugierigen Touristinnen belästigt zu werden. Laburnum Creek ist wirklich wunderschön. Und so soll's auch bleiben. Also lassen Sie Ihren Hippie-Van auf der Straße, kein Wildcamp mehr. Und der Müll wird schön entsorgt, Miss, ne? Namen Flo. Ups, können Sie mir mehr über die Ausgangssperre erzählen? Hank schien nicht allzu viel darüber zu wissen. Notfallbefugnisse. Das heißt? Notfallbefugnis heißt Notfallbefugnis. Solange die Krise anhält, habe ich die Autorität darüber zu entscheiden, was in dieser Stadt notwendig ist. Kapiert? Also ist es zu meiner eigenen Sicherheit? Klar. In Ordnung. Ich denke, ich habe mich fürs Erste genug anschreien lassen. Gute Heimreise, Miss Tanner. Okay, dann reisen wir mal weiter. Zur Touristeninfo. Ne? Das ist das da. Da waren wir doch noch gar nicht. Oder doch? Nö. Guck mal, schaukeln. Eine Schaukel. Vielleicht setze ich mir einfach auf die Schaukel, vergesse alles und warte auf den Kometen. Abend. Was haben wir denn hier? Huch. Hier muss Vicky Bryce gearbeitet haben. Querschnitt des Nationalparks. Wow, ich habe noch nie einen Nationalpark von innen gesehen. Ja, heute ist sehr warm, aber es geht einigermaßen. So. Hier steht, einige Felsformationen im Laburnum Creek Nationalpark sind wegen ihrer bunten Färbung weltberühmt. Kam für die Apokalypse, blieb wegen der bunten Steine. Großer Baumstumpf. Das erinnert mich an einen alten Film. Eine hübsche blonde Frau zeigt auf die Ringe und sagt, irgendwo hier bin ich geboren und da bin ich gestorben. Wie hieß der denn nochmal? Der Stumpf? Einige der Postkarten sind wirklich hübsch. Niemand war hinter der Rezeption. Hier muss Vicky Bryce gearbeitet haben. Sie wird seit einer Weile vermisst. Okay. Aber hier ist nichts, was wir finden können. Aber wenn sie hier verschwunden ist, vielleicht ist sie ja hier um die Ecke. Müll. Hier ist ein Klo, vielleicht ist er noch drauf. Nee. Oh, also da lag. Was ist das? Ach, das ist der Grocery Store, da waren wir ja gerade eben.
hier ist was anderes, ha? Was ist das? Das ist der Store, ne? Na klar. Ja, der ist bloß abgeschlossen. An der Seite sieht es aber so aus, als käme man... Nee, das muss ein separater Raum. Schade. Schade, schade, schade. Kommen wir nicht rein. Ja, was machen wir? Ups, falsche Taste da. Palast der Stadt, Touristin von Sheriff Harris. Wer ist Harris? Oh. Ah, da. Ist der Fischer, hä? Hallo. Oh, grüß Sie. Was treibt Sie nach Laburnum Creek an diesen ungewöhnlichen Tagen? Ich schreibe einen Artikel über die Menschen hier und über den Kometen. Ha, die Sternschnuppe, als wäre die unser größtes Problem. Aber seien Sie herzlich willkommen. Hätten Sie Zeit für ein kurzes Interview? Ich habe hier leider noch am Haus zu tun. Und Mimi ist total beschäftigt mit ihren Skulpturen, da lässt man sie besser in Frieden. Sie wissen ja, wie das ist. Ja, schade. Aber ich fahre morgen früh raus auf den See zum Angeln. Begleiten Sie mich doch, dann können wir ganz in Ruhe reden. Ja, das klingt super abgemacht. Was meinen Sie, die Stadt hat größere Probleme als die endgültige Auslöschung? Laburnum Creek ist ein seltsames Örtchen. Das haben Sie doch sicher schon bemerkt. Haben Sie von Vicky gehört, das arme Mädchen ist spurlos im Wald verschwunden? Die Leute sprechen von einem Ungeheuer in den Wäldern. Wir wissen nicht mal, ob der Meteor überhaupt einschlagen wird. Er könnte in der Atmosphäre verglühen, bevor er die Erde trifft. Oder den See. Ich würde sagen, dieser Steinbrocken am Himmel ist unsere geringste Sorge. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber ist Mimi Ihre Partnerin? Ha, ja, sie ist meine Frau. Keine Sau, du bist nicht die Erste, die fragt. Sie ist ein klein wenig jünger. Und Sie arbeiten gemeinsam am Haus? Nun ja, wenn sie es einrichten kann. Ich meine, wenn sie an ihren Skulpturen arbeiten muss, muss sie an ihren Skulpturen arbeiten, ne? Haben Sie da eine MacWoodsmith-Säge? Oh ja, ohne sie käme ich nicht weit. Ist das ein Hinweis mit der Säge? Sie ist im Wald verschwunden. Was für ein Ungeheuer. Da reden die Leute hier nicht gern drüber. Aber Vicky war total besessen davon. Sie war sich sicher, dass es ihn gibt. Den Sasquatch. Sie hat Touren für die Touristen angeboten. Tja, das war vielleicht unvorsichtig. Glauben Sie das? Ich weiß es nicht. Sasquatch. Glauben Sie an den Sasquatch? Ich glaube, in Laburnum Creek gibt es mehr, als man sich vorstellen kann. Mehr weiß ich nicht. Ich freue mich schon auf den Angelausflug. Ich auch. Ich gehe sonst immer mit Foster, aber der sagte, er kann morgen nicht. Kennen Sie Foster? Foster? Foster Lovell. Er betreibt den Laden unten in der Stadt. Grundguter Mann. Auf ihn lasse ich nichts kommen. Wir sind seit Jahren gut befreundet. Hey, vielleicht hat er heute Abend noch Zeit für Sie. Er wohnt oben am Conifer Canyon. Schauen Sie doch mal vorbei. Sehr gut. Renovierungsarbeiten. Renovieren Sie das Haus ganz alleine? Ja, und es ist viel zu tun. Manchmal habe ich das Gefühl, gar nicht voranzukommen. Aber ich muss es für eine ganze Harris-Sippe fertig bekommen. Also muss ich dranbleiben. Wem sagen Sie das? Und tschüss. Wir haben einen neuen Ort. Cool. Was ist das hier? Auffällige Skulptur. Diese Skulptur, sie steht überall hier. Emily. Guten Tag. Oh, hallo. Ich habe ja lange kein neues Gesicht mehr hier gesehen. Mein Name ist Laura Tanner. Ich schreibe einen Artikel über den Ort, über die Leute hier und über den Kometen. Oh, Sie schreiben. Das ist super. Ich mache auch Kunst, wissen Sie? Ja, nun, ich bin keine Schriftstellerin, mehr eine Journalistin. Das ist auch eine Form von Kunst, meine Gute. Verkaufen Sie sich nicht unter Wert, ne? Wie dem auch sei, Sie können mich Mimi nennen. Alle machen das hier. Hätten Sie vielleicht Zeit, mir ein paar Fragen zu beantworten? Oh, ich würde gerne, aber ich bin leider etwas im Stress. Wir waren gerade noch bei Foster im Laden und haben uns total verquatscht. Jetzt bin ich spät dran und alles ist durcheinander. Kommt der Tag durcheinander, komm ich durcheinander. Furchtbar, furchtbar. Ich will die Skulptur heute noch fertig bekommen. Baut Ray das Haus ganz alleine? So ist es. Ich helfe aus, wenn ich gerade mit der Arbeit beschäftigt bin. Das ist beeindruckend. Ja, er ist wirklich fleißig. Er sagt, das Haus sei sein großes Projekt, aber das darf man ihm nicht sagen. Sonst wird er wieder traurig. Er scheint wirklich ein zuverlässiger Mann zu sein. 100%. Ich kann mich glücklich schätzen, ihn zu haben. Was hat es mit dieser Skulptur auf sich? Oh, sie ist mein Markenzeichen. Wie gefällt sie Ihnen? Ehrlich. Um ehrlich zu sein, ein bisschen verstörend. Was hat die Hand zu bedeuten? Was denkst du? Lady Macbeth, Entbindung, Kapitalismus, Mord. Ausweichen. Kapitalismus.
Ach, ich gehe für Mord. Es ist eine rote rechte Hand. Red Right Hand erinnert mich an ein Lied. Hat das etwas mit einem Mord zu tun? Oh, das ist eine sehr direkte Interpretation. Aber ja, das ist definitiv einer der Punkte, die ich vermitteln wollte. Haben Sie noch andere Gedanken? Sie sind eintönig, sie unterscheiden sich. Was ist mit der anderen Hand? Ja. Wirst du jemals die linke Hand schnitzen? So als Gegenstück? Warum sollte ich? Wieder gehen. Und ich muss dringend an die Arbeit. Machen Sie es gut. Gerade haben wir uns noch geduzt, aber ist okay. Aber sie sehen doch alle unterschiedlich aus, ne? Ist hier vielleicht irgendwas... Ist aber reparaturbedürftig ohne Ende. Unfertiger Bereich. Ein guter alter Kiefernbalken ist unschlagbar. Wohnzimmer. Okay. Ein improvisiertes Wohnzimmer. Karton. Zieht hier jemand ein oder aus? Natürlich. Bei den Kartons ziehen sie aus. Das Leben aus Kartons muss sie in den Wahnsinn treiben. Warum? Es hängt natürlich ab, davon ab, wie lange man schon, ne, kartonmäßig lebt, wohnt. Ist hier hinten noch irgendwas? Nee, ne? Hier könnten wir nach vorne. Ans Wasser. Veranda. Es muss hart sein, auf einer Baustelle zu leben. Ja. Wenn ein Ende in Sicht ist, ne, geht das eigentlich. Okay, wir haben einen neuen Ort bekommen. Falsche Taste. Foster Lovell. Ich habe mich also auf den Weg zu Foster Lovell gemacht. Ihr erstes Interview. Genau. Ich war ziemlich gespannt. Wie ging es Ihrem Kopf? Besser. Langsam wurde es besser. Maggie meinte, die anfänglichen Schmerzen waren nur eine Eingewöhnungsphase. Ich war nicht ganz sicher, was sie damit meinte. Oh, ich kann das Auto steuern. Press RT to accelerate. Und das Interview, was haben Sie sich erhofft? Einsicht. Ich war gespannt auf jede und jeden Einzelnen. Ich wollte der Sache auf den Grund gehen. Ich kann nicht lesen und steuern hier gleichzeitig. Warum wollten so viele Menschen hierbleiben, obwohl es ihren sicheren Tod bedeutete? Ich habe keine Ahnung, wer Figge ist. Genau. Aber ich verstehe. Hab abgezogen. Da hatte ich ja noch keine Ahnung, was alles noch auf mich zukommen sollte. Denn so eine Straßen hier? Das ist ja prädestiniert dafür, dass man Unfall hat. Ah, und da ist eine Automatiklenkung mit bei. Oh, da bin ich auch gespannt, wenn da Voice Acting dabei ist. Namen Susi. Da wollte ich gar nicht hin, aber ist okay. Mr. Lovell. Mr. Lovell, Lovell. Yeah. Entschuldigen Sie, Sir? Wir kaufen nichts. Ich möchte mich nur mit Ihnen unterhalten. Ich bin Schriftstellerin. Bücher kaufen wir auch nicht. Mr. Lovell, bitte, mein Name ist Laura Tanner. Ich... Was sagen Sie da? Moment mal, Sie... Ist alles in Ordnung, Mr. Lovell? Nein, nichts ist in Ordnung. Sie hätten nicht kommen sollen. Ich habe nur ein paar Fragen. Es geht schnell, versprochen. Können wir reden? Folgen Sie mir. Kennt er uns? Flower Soil, okay. Setzen Sie sich. Okay, ich setze mich. Sie wollten mich was fragen. Freundlich. Ihr Haus ist sehr schön. Danke, meine Frau hat es selbst entworfen. Sie hat Architektur studiert.
die intelligenteste Frau, die ich je kennengelernt habe. Tja, mich kennst du ja noch nicht. Ist sie hier? Nein. Nein, Sarah ist vor 12 Jahren gestorben. Oh, das tut mir leid. Laburnum Creek. Wie lange sitze ich schon in Laburnum Creek? Mein ganzes Leben. Ich betreibe den Laden jetzt seit 30 Jahren. Der Ausblick hier ist fantastisch. Oh ja, ich kenne diese Berge hier, als wären sie alte Freunde. Aber manchmal sind sie es nicht, ne? Mr. Lovell, was wollten Sie sagen? Ach, nichts. Manchmal, wenn man einen alten Freund sieht, dann erkennt man ihn nicht, meine ich. Manchmal hast du dich verändert, manchmal sind sie es. Manchmal wirkt dieser Ort unbekannt. Sie betreiben den Laden? Mein Beitrag für die Gemeinde hier. Was soll ich sonst tun? Also, Sie bleiben hier in der Burnham Creek? Wo soll ich sonst hin? Nun, wie sind die Leute hier so? Die sind gut drauf. Aber sind sie... Sie wissen schon... Oh, ich verstehe. Nein, sie sind schon in Ordnung. Die Leute hier sind komisch drauf, aber sicherlich keine Rassisten. Gut zu wissen, danke. Wir sind in den 70er Jahren. Dürfen wir nicht dran denken, ne? Dürfen wir nicht vergessen. So rum, Entschuldigung. Haben Sie Familie, zu der Sie könnten? Meine 2 Söhne in der Hauptstadt, aber... Nee, das könnte ich nicht. Nicht, nachdem die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, nach Sarahs Tod. Nein, 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 böses Blut. Was meinten Sie, als Sie sagten, böses Blut? Nichts, vergessen Sie es. Mr. Lovell, ich will mir nur ein Bild machen, wie das Bild ist. Ich will nicht drüber reden, okay? Okay, klar. Entschuldigung. Ich schlafe sehr schlecht. Albträume, wissen Sie? Können wir das Thema wechseln? Ich schlafe auch nicht so gut. Maggie Pearson sagt, das hätte was zu tun mit Schwingungen. Genau. Ja, da haben wir eine Menge von hier, wenn es nach Maggie geht. Wenn dich die Schwingungen nicht kriegen, dann die Moskitos. Nee, Maggie ist eine Liebe, aber sie hat keine Ahnung, was hier passiert. Wieso? Was ist los? Was passiert denn hier, Mr. Lovell? Sie haben doch was auf dem Herzen. Mein Herz? Wenn Sie wüssten, es fühlt sich an, als würde dieser Ort mich auseinanderreißen. Diese Träume. Erzählen Sie mir von Ihren Träumen? Ich sehe Dinge, meist nachts. Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, aber es redet niemand darüber. Was sehen Sie? Ich kann nicht. Ich kann es einfach nicht. Maggie hat versucht zu helfen. Sie meinte, ich soll alles aufschreiben. Hat nicht viel geholfen. Manche Dinge sind schwer in Worte zu fassen. Habe hauptsächlich rumgekrakelt. Können Sie mir Ihre Träume beschreiben? Ich hab's versucht. Ich habe versucht, das alles aufzuschreiben, aber wissen Sie, was man über Kleinstädte wie diese sagt? Da ist was im Wasser. Und ich glaube, es stimmt. Was meinen Sie, Mr. Lovell? Ich sehe Dinge und dann sind sie weg. Als wäre etwas an ihnen vorbeigehuscht. Und sie habe ich hier auch schon gesehen. Mr. Lovell, ich bin gestern erst angekommen. Ich hätte das nicht sagen sollen, Entschuldigung. Es ist das Wasser. Ich habe jetzt eine Woche lang nicht angerührt. Aber es wird nur schlimmer. Mr. Lovell? Hören Sie auf, mich zu bedrängen. Ich habe doch gesagt, ich will nicht darüber reden. Okay, okay, lassen Sie uns eine Pause. Ist das Ihr Job, Miss Tanner? Herumlaufen und die Verrückten und Durchgedrehten befragen? Eine lustige Geschichte aufschreiben, damit die Leute in der Hauptstadt drüber lachen können? Ehrlich, ich habe schon ein paar Verrückte befragt, Mr. Lovell. Ich erkenne einen Durchgedrehten, wenn ich einen sehe. Ich weiß, dass Sie nicht verrückt sind. Ich denke, Sie haben Angst. Ich weiß bloß nicht, wovor. Und ob ich Angst habe. Wie ein eingesperrtes Tier sitze ich hier gerade. Sie sollten gehen. Was? Verziehen Sie sich endlich. Okay, okay, ich gehe ja schon. Steigen Sie in Ihr Van und hauen Sie ab. Sie könnten uns nicht helfen, Miss Tanner. Und in der Nacht daraufhin ist es passiert. Explosion in der Ferne. Ist das nicht von Lovell? We stay behind. Wishlist on Steam Now, das solltet ihr auch tun. Und alle, die es jetzt sehen.
Der Großteil, die hier da sind, haben es wahrscheinlich sowieso schon getan. Genauso wie beim Kickstarter unterstützt. Ja, von den Machern Unforeseen Incidents. Wunderbares Point-and-Click-Adventure. Kaufen, spielen, machen und tun ist wirklich genial. Und Harper ist eine coole Socke. Und ich habe nichts Falsches gemacht, das Spiel zu unterstützen. Es ist, ich bin gespannt. Der Erzählstil, beziehungsweise das Spiel selber gefällt mir. Ich bin gespannt, an welcher Stelle wir eingestiegen sind. Ich glaube nicht direkt am Anfang, weil uns fehlt wahrscheinlich der erste Teil, wie wir dort in diese Ortschaft kommen, wegen dem Asteroiden, ne? Meteoriten, na, wie auch immer, ne? Wegen dem Himmelskörper da oben, der hier niederschlägt. Ich denke mal, da gibt es noch eine Vorgeschichte, die wir hier aktuell im Teil noch nicht präsentiert bekommen, weil sonst wäre der Plot mit dem, ne, was wir gerade gesehen haben, für die Demo vielleicht viel zu lang und es würde möglicherweise viel zu viel spoilern. Zumindest was unseren Charakter betrifft. Ich finde es sehr gut. Ich bin gespannt auf die Vertonung. Die soll ja kommen, oder? Was? Lass mich mal kurz gucken. Ich hab, wo sind denn hier die... Moment. Stimmt, ich erinnere mich jetzt, das war nämlich ziemlich schwierig zu sehen, wo welche Reise hingeht. Ne? Und... Aber ich weiß noch nicht, wann die Vertonung kommt. Wir haben zwar ein Base-Funding, also mit 25.000 Euro, da sind wir kurz davor gerade. Und 29.000 gibt es dann das Hiking-DLC, also sprich, dass wir uns die unterschiedlichsten Sachen in Liberno Creek angucken können. Ab 34.000 gibt es There's Something in the Water, was wir gerade eben hatten. Ne? Explore the Mysteries of Liburnum Spring Water Bottling Company. Hm. Und wer weiß, was noch kommt. Und ich hoffe mal, dass es noch eine Vertonung gibt. Passt ganz unten im Kickstarter? Ich guck mal kurz. Music and Sound, bla 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 bla, Inspiration, Rewards, Add-ons. Warte, warte, warte. Also sprich von Application Systems Heidelberg, ja. Team. Ich hoffe mal, dass der Markus, das ist einer von den Entwicklern, dass der auch anwesend sein wird auf der Gamescom. So, warum Kickstarter? Development, bla bla, Expected Sales Tax, nachhaltige Medien. Dann habe ich es jetzt übersehen. Ich bin jetzt komplett durch, aber ich habe auch vieles überflogen. Our Publisher helps us with QA, Localization und Voice Recordings. We are grateful for the support. Okay, ich bin gespannt. Ja, wie schon gesagt, ich persönlich sehe jetzt, nachdem ich die Demo gespielt habe, ich habe es ja, wie gesagt, blindlings unterstützt, nachdem ich jetzt die Demo gesehen habe, die natürlich auch den kleinen Hickhack hat, logischerweise, aber dafür ist ja die Qualitätssicherung dann zuständig, ne, um Bugfixing zu betreiben und Co., habe ich nichts Falsches gemacht. Ich bin sehr gespannt, was hier rauskommt und wie das hier weitergeht. Und wenn, sehen wir uns das natürlich auch an, logischerweise, wenn es hier weitergeht. Ne? Ich kann bloß dazu aufrufen, diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, schaut euch das dann im Allgemeinen an. Spielt es am besten selber, ist ja eine Demo, ist kostenfrei. Vielleicht sieht man noch irgendwas anderes, was ich jetzt mir nicht angeguckt habe. Und ja, unterstützt das Spiel. Sei es entweder durch, ne, einfach spielen, auf eine Wishlist packen für später. Hilft auch schon ungemein, weil dadurch halt gewisse Rankings danach realisiert werden. Redet jedenfalls darüber in den sozialen Medien. Und natürlich am besten unterstützt es im Kickstarter, um natürlich mehr... Ja, die Leute brauchen Geld, logischerweise. Ich weiß nicht, ob sie jetzt und in welcher Art und Weise sie nebenbei noch Geld verdienen müssen. Ne? Das sind dann halt mitunter Nebenbeitätigkeiten oder sind da schon Vollzeit dabei. Aber so eine Spiele brauchen immer Zeit und das soll ja natürlich auch gut werden. Und das sieht gut aus, ganz einfach. Ja, das war die Demo zu We Stay Behind. Wir spielen gleich was anderes weiter. Ne? Liebes YouTube, nehmt meine Empfehlung entgegen und schaut euch das an. Und ja, bis dahin, euer Firefox.